Ach schade, können wir die Privatsphäre nicht verletzen. Ich könnte versuchen, das Schloss zu knacken, aber... Grüße. Dann geht's zum Türraum. Ha. Hallo, sucht ihr etwas? Ja, und zwar dein Alibi. Tut mir leid, es ist mir etwas unangenehm, mit euch über diese Nacht zu sprechen. Dann sag mal was über das Gemälde. Das gestohlene Gemälde zeigt den Grafen Valga. Er war... Ja, er war bla 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 bla. Bis bald. Seid erneut gegrüßt. Willst du mir diesmal dein Alibi sagen? Tut mir leid, es ist... Immer noch. Ich brauche einen besseren Bezirzzauber. Ein Ganzohr. Was für ein wohlüberlegtes Geschenk. Ja, und jetzt sag mir dein Alibi. In der Nacht, als das Gemälde gestohlen wurde, war ich im Schlosshof und habe die Sterne gedeutet. Nach einiger Zeit beschloss ich, in den Speisesaal außerhalb der großen Halle zu gehen. Warum war das? Ich schenkte mir etwas Wein ein und studierte meine Aufzeichnungen, bis ich schlafen ging. Dann ging ich auf direktem Weg in meine Kammer und schlief für den Rest der Nacht. Warum konntest du das nicht vorher sagen? Ja, ich habe gehört, dass das Porträt des Grafen entwendet wurde. Mir war nicht klar, dass sie einen Fremden mit der Untersuchung beauftragt hat. Ich wünsche euch Glück. Ja, ich werde ihn schuldigen finden. Die Kämpfergilde scheint sich... Ja, die Kämpfergilde kämpft so viel, bla bla. Als ich mich nach der fraglichen Nacht erkundigte, erzählte Chanel, sie habe einige Zeit im Schlosshof mit Sternmessungen verbracht. Wenigstens hat sie nicht die Welt vermessen. Danach sei sie zum Essensbereich hinter der großen Halle gegangen. Letztendlich habe sie sich in ihrer Gemächer zum Schlafen begeben. Ja. Ach, frag ich erstmal die Alibis. Ist, glaube ich, leichter. Ist irgendjemand nach draußen gegangen? Seid gegrüßt nunmehr. Sei du nicht gegrüßt. Brauchst dich nicht hinter der Tür zu verstecken. Ach so, du bist nur eine Wache. Seid gegrüßt. Hört ihr Leut und lasst euch sagen, die Uhr hat 2 geschlagen. Fühlt ihr euch wohl, Herrin? Nein. Obwohl, ja, ich fühle mich wohl. Ich muss dank der Tür nicht dein scheiß Gesicht sehen und jetzt verschwinde. Seht euch vor. Gold, yes. Karte. Ihr seid nur dumme Wachen. Muss ich dich auch nach deinem Alibi fragen? Ich grüße. Gibt es ein Problem? Ich war den ganzen Abend mit der Gräfin zusammen. Ich habe nichts gesehen. Wahrscheinlich bist du auch die ganze Nacht mit der Gräfin zusammen. Schönen Tag. Kannst es ruhig zugeben. Und du? Sehr erfreut. Ich kümmere mich nur um den Thron und um Besucher. Aber unter uns, Orgnol verhält sich in letzter Zeit etwas seltsam. Seine Sauferei ist schlimmer geworden. Er schnorrt sich seit neuestem Geld für Schnaps zusammen. Von seinem Dienergehalt kann er sich diese Angewohnheit nicht leisten. Vielleicht hat er ja das Porträt gestohlen und verkauft. Ja, Lünte, Wavrik. Warum haben die so komplizierte Namen? Mano, der Schloss Herold. Was auch immer das für ein Beruf ist. Er erzählte mir, er habe beobachtet, dass Orgnolf ein Alkoholproblem habe. Mann, was ist denn heute los? Und zu dessen Finanzierung oft. Und lebt Geld. Wohl. Bitte, was ist hier los? Warum sind das du? Das Böse. So. Hören wir uns das einmal an.
Ich suche die Verdächtigen. Nein, hier ist sowieso nichts Verdächtiges. Obwohl, ich könnte mal versuchen. Komm schon. Concentration. Ich kann dieses Mistvieh öffnen. Geschafft. Ich habe nur ein paar tausend Dietriche verschwendet. So, was hast du jetzt hier drinne? Das Leben des Uriel. Oh, ein Schädel. Sehr viel Silber. Ein Sack. Ich gehe auf den Sack. Urkunde der Magiergilde? Was zur Hölle? 5 Lieder von König Wulfras? Hör mal, das Buch ist 100 wert. Das muss mir doch was beibringen. Egal, es lässt sich trotzdem verkaufen. Den Tisch kann ich nicht aufmachen. Warum steht hier ein Bett? Ah, falls ihr euch mal gestritten habt. Das Königspaar. Grafenpaar. Whatever. Dann wurde der Mann sicher immer rausgeworfen aus dem Bett. Und musste da hinten schlafen, in der Ecke. Vielleicht ist er gar nicht natürlich gestorben, der Graf. Vielleicht war das sogar Mord. Von der Gräfin inszeniert. Ach, komm schon. Geht doch. Wir gehen langsam die Dietriche aus. Das ist nicht toll. Und so häufig findet man Dietriche nicht hier in dem Spiel. Ach so, mit dir haben wir schon geredet, Chanel. Ist hier vielleicht jemand? Nein, aber hier geht's raus. Gewölbetor. Man auch rausgehen. Oh. Questpfeil, hilf mir. Wo sind die anderen? Erstmal gucke ich, ob die eine jetzt hier mit dem Finger. Die eine mit dem Finger. Das ist eine tolle Beschreibung. Wen sucht ihr? Ja, die eine mit dem Finger. Einen wunderschönen guten Tag. Ist abgehauen. Soweit ich weiß, sucht die Kämpfergilde. Von wegen Belohnung und so. Vielleicht hat die ja sogar das Porträt geklaut und hat rausgefunden, dass wir das jetzt suchen sollen und hat sich verdünnisiert. Verdächtig. Und ich
das Buch gegeben. Warum habe ich das getan? Nein. Wie konnte ich nur? Da bist du hier drin. Ja. Hallo, mein kleiner Freund. Ich habe klein, etwas, was euch interessieren könnte. Ich habe den Großteil des Buches auswendig gelernt, aber ich habe auch eine Stelle kopiert, die euch vielleicht nutzen könnte. Es enthält Anleitungen zum Erwerb einer ganz besonderen Macht. Ihr solltet es sorgfältig lesen und dann nach Wolkenhöhe zurückbringen. Ich finde, das ist eine großzügige Belohnung für eure Hilfe. Ihr stimmt mir sicher zu. Ihr müsst nur vorsichtig sein. Wie vorsichtig, vorsichtig? Ich wohnte einige Zeit in der Kaiserstadt, aber das Stadtleben bekommt mir nicht. Ja, weil die Kaiserstadt so groß ist, ne? Lebt wohl. Zurück zu unseren Hauptverdächtigen. Hallo. Nein, ich werde dich nicht begrüßen. Der Fall zeigt irgendwo dahin. Aber ich werde erstmal hier reingehen. Aber Kaserne, dann ist da bestimmt der eine Wachi-Typi. Wachi-Typi. Bist du der Wachi-Typi? Wie geht es euch? Nein, du bist nur eine 0815-Wache. Wie geht es euch heute? Fantastisch, hallo. Danke der Nachfrage. Nein, von dir will gut. Ich nicht. Kürzlich habe ich eines der Bücher von Casta Scribonia gelesen. Was machst du da? Einer Schund, hallo. Wenn ihr mich fragt, aber jedem das seine. Ich würde gerne die Werke Scribonias lesen. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit dafür. Das haben auch schon andere gesagt. Wir alle sprechen über den Mord am Kaiser. Hallo? Wir haben keinen Kaiser und auch keinen Thronerben. Ich könnte euer Kaiser werden, Kaiserin. Ich bin Bitnelt. Ich soll dein Alibi überprüfen. Tut mir leid. An diesem Abend war ich nicht zu Hause. Ich habe meine Runde in Koroll gedreht. Das einzig Ungewöhnliche, das mir in letzter Zeit aufgefallen ist, war die Sache mit Chanel. Westtor? Ich habe sie oft im Westturm gesehen. Als ich sie darauf ansprach, sagte sie, sie sei wegen ihrer Zauberspruchforschungen dort gewesen. Damals schien mir die Erklärung ausreichend zu sein. Und was ist mit heute? Verdächtig. Bietnell, der Hauptmann der Wache, sagte, er sei in jener Nacht in den Straßen auf Streife gewesen. Er sagte weiter, er habe Chanel gesehen, die eine ganze Weile im Westturm des Schlosses zugebracht hätte. Aber als er sie darüber befragte, meinte sie, sie hätte dort nur einige ihrer magischen Forschungen angestellt. Vielleicht sollten wir der Sache nachgehen. Warum lese ich das eigentlich vor? Ihr könnt es selber lesen. Aber wir haben ja noch einen Verdächtigen zu befragen. Ich fühle mich gerade hier wie ein Detektiv Conan. Nur, dass ich kein kleiner Kerl mit Brille bin. Hallo? Hallo. Hier schon wieder? Was heißt hier schon wieder? Hey, du Säufer, komm her. So, seid ihr eine lebendige Statue oder könnt ihr auch sprechen? Ich spreche doch die ganze Zeit. Was glaubt ihr, wer ihr seid, mich zu verhören? Ihr solltet lieber ein Goblin-Mädchen zum Tanz auffordern, als eure dummen Fragen zu stellen. Du machst dich verdächtig. Hallo. Oh. In Ordnung. Ich nehme es an und danke euch. In der Tatnacht war ich in der großen Halle. Warum ich hatte einen so? Streit mit einem von Bravils Lieferjungen. Scheinbar ist sein Pferd diese Nacht im starken Regen ausgerutscht und die Ladung Portwein ist zu Boden gefallen. Bei dem Sturz sind fast alle Flaschen zerbrochen. Er wollte die Verantwortung nicht übernehmen. Ich habe ihm aber Bescheid gestoßen und ihn fortgeschickt. Den Rest der Nacht war ich in meinen Gemächern und habe gelesen. Du und lesen. Nee, ist klar.